Ich möchte Ihnen zuerst einen allgemeinen Überblick über Vitamin D geben. Und ich glaube, das ist wirklich eine tolle Geschichte für Gesundheit. Ich spreche über Vitamin D seit vielen Jahren und ich weiß natürlich, dass wir alle unsere Probleme haben. Aber was können Sie uns sagen über Vitamin D, das wir noch nicht wissen? Nun ja, ich beschloss, dass ich wirklich zu einer höheren Autorität gehen müsste und ging zu einem Arzt, den Sie, glaube ich, alle kennen, wegen seiner Fachwissens und seine Empfehlungen, und ich habe ihn dazu gebracht, diesen Kommentar abzugeben. Ich glaube, Sie sind ein Idiot, das sagt er mir, Dr. House. Und was kann ich Ihnen über Vitamin D erzählen, das Sie noch nicht wissen? Das Institute of Medicine hat neue Empfehlungen im Jahr 2010 ausgesprochen, und es ist sehr interessant, dass sie jetzt empfehlen, eine tägliche Menge Vitamin D von 200 D-Einheiten hinaufgegangen ist auf 600 Einheiten pro Tag für die meisten Kinder und Erwachsenen. Es wird auch anerkannt, dass das Upper Limit, die obere Grenze, nicht 2000, sondern tatsächlich 4000 Einheiten am Tag sein sollte. Vitamin D ist tatsächlich nicht so gefährlich, wie vielleicht geglaubt wurde. Also, ich werde oft von der Presse interviewt und befragt über diese Kontroverse mit Vitamin D, und ich sage dann immer nur, wow, überlegen Sie sich's. Es hat nie einen Nährstoff gegeben, der über Nacht, wo die Dosis über Nacht verdreifacht wurde. Die Frage ist, ist das natürlich richtig? Und die Antwort ist, im Jahre 2011 haben das Komitee für die Richtlinien für Endokrinpraxis diese Empfehlungen ausgesprochen hat. Ich bin der Vorsitzende dieses Komitees, sind alle Experten auf dem Gebiet des Vitamin T. Und die Zielsetzung war klar, nämlich Richtlinien zu liefern für die Behandlung und Prävention für Vitamin D-Defizienz von Patienten. Aber das wurde nicht tatsächlich, es wurde beschlossen, dass es Fachorganisationen Richtlinien festlegen sollten, und es wurde ein Populationsmodell eingesetzt, nicht ein medizinisches. Es war jetzt ganz klar, im ersten Jahr zum Beispiel, für Kinder bis zum ersten Jahr maximal 1000 Einheiten, bis zum Alter von 18 1000, für Erwachsene 1500 bis 2000 Einheiten pro Tag. Und bei übergewichtigen Menschen sogar braucht man 2 bis 3 Mal so viel Vitamin D pro Tag. Und diese Slide sagt es uns allen. Wir wurden geboren und sind aufgewachsen im Sonnenlicht und haben immer die positiven Effekte der Sonne zu schätzen gewusst. Ist keine Frage. Viele Leute fragen sich natürlich, wer unterstützt Sie, Dr. Hollig? Natürlich, das sind verschiedene Organisationen, mit denen ich zu tun habe, aber ich werde vor allem auch unterstützt von der Sonne. Die von Ihnen, die sich interessieren, können sich diese Website ansehen, wo Sie mehr Informationen über Vitamin D bekommen. Ich spreche über Vitamin D, wie Sie von Stefan gehört haben, schon seit 40 Jahren. Und Leute denken sich, das ist wirklich ein total langweiliges Thema. Es ist gut für Kinder bekommen keine Rachitis mehr und man macht sich keine Gedanken mehr über Defizienz. Aber wir müssen uns doch fragen, gibt es irgendjemanden, der heute noch in der Gefahr ist, unter Defizienz zu leisten? Man macht sich zum Beispiel Sorgen über globale Erderwärmung. Aber was ist das wichtige Thema beim Vitamin D-Defizienz? Denn die Rachitis ist tatsächlich ein Eisberg. Darunter ist die Osteomalazie, Knochenkrankheit, Diabetes, Osteoporose, Infektionen, hoher Blutdruck, Herzkranken, sogar Krebs. All diese wurden mit der Defizienz von Vitamin D assoziiert. In den Vereinigten Staaten wurde das Discover Magazin identifiziert als Nummer 8 die Erkennung von Vitamin C, die Erkenntnis, dass Vitamin C D wichtig ist für die Gesundheit von Menschen. Also immer mehr Vitamin D höhere Gaben. In den großen amerikanischen Journalen wird es veröffentlicht, aber auch im Fitnessmagazin. Und wenn Sie das Interesse Ihrer Teenagerkinder erregen wollen, dann Teen Vogue zum Beispiel. Die Ärzte waren es früher gar nicht einmal so sehr, die diese Informationen weitergaben, sondern, wie gesagt, populärwissenschaftliche Artikel, und die Patienten baten dann die Ärzte um die Gabe von Vitamin D. Ärzte wollten es am Anfang nicht, aber die Patienten bestanden darauf. Und
Patienten stellten eben fest, bei Blutuntersuchungen, dass ihre Blutspiegel zu sein würden. Tatsächlich Vitamin D ist tatsächlich das Supplement, das am meisten in den Vereinigten Staaten bestellt wird. Zum Beispiel besteht Effizienz zum Beispiel in Australien bei 20% der Einwohner. Wir empfehlen nicht Screening für natürlich nicht für 25-Hydroxy-Vitamin D, aber wir ermutigen die Gabe von Zusatzstoffen mit Vitamin D. Vitamin D ist das Vitamin des Sonnenscheins bei allen Tieren. Alle Tiere sind abhängig von der Sonne. Wie ist es also mit den Neandertalern? Tatsächlich haben die Neandertaler gezeigt, dass sie hellhaarig waren. Und es ist ganz klar, in der Evolution für die Entwicklung einer normalen Pigmentierung ist es notwendig. Hier sehen Sie zum Beispiel die Hüften einer Frau, die unter Rachitis gelitten hat. Für sie wäre es sehr, sehr schwer gewesen, ein Kind zu gebären. Innerhalb von einigen weniger Generationen nahmen bei den Neandertalern zum Beispiel die Pigmentierung ab. Ich habe meine Tochter gebeten, mich auf eine Reise zu begleiten. Wir haben uns mit Vitamin D beschäftigt, ob man das auch künstlich herstellen kann. Aber hier sehen Sie zum Beispiel einen Maasai und Sie sehen, dass er toll vorbereitet ist. Und stellen Sie sich hier den Kontrast vor. Also, wie macht man, erzeugt man Vitamin D? Wenn man sich der Sonne aussetzt, Sie sehen hier, dass das ultraviolette Licht aufgenommen wird und im Körper transponiert wird in Vitamin D. Und man kann Vitamin D-Produktion muss tatsächlich auch setzt tatsächlich den Kontakt mit der Sonne voraus. Wenn Sie sich zum Beispiel zu sehr mit Sonnencreme bedecken, ist das nicht gut. Sie sollten, werden im Sonnenlicht zerstört, nämlich zu viel. Man kann also nie zu viel Vitamin D durch die Haut aufnehmen. Und ich werde oft gefragt, ist es besser, sich der Sonne auszusetzen oder ist es besser, Vitamin C-Supplemente zu nehmen? Wenn man es durch die Haut erzeugt, dauert tatsächlich Vitamin D bis 2 bis 3 Mal so lange im Körper gegenüber der Zusatzgabe. Bei den Menschen begann das Problem der Rachitis mit der industriellen Revolution. Sie sehen Sie hier ein klassisches Beispiel, also eine Schädigung der Knochen im Wachstum. Die zwei New Yorker Ärzte, Hess und Unger, zeigten, dass tatsächlich, wenn man sich der Sonne aussetzte, die Rachitis geheilt wurde. Im Jahre 1931 schickte die amerikanische Regierung eine Broschüre aus, wo eben gefordert wurde, Kinder sollten der Sonne ausgesetzt werden, um Rachitis zu vermeiden. Heute machen sich aber die Menschen Sorgen um Hautkrebs. 40 Jahre lang haben wir von den Hautärzten gehört, nein, man sollte sich nicht direkt der Sonne aussetzen, weil das die Haut schädigt. In den Vereinigten Staaten werden Kinder selten ohne Sonnencreme in die Sonne gelassen. Es gilt direkt als Kindesmisshandlung. Und wir geben zum Beispiel gibt es kein Vitamin D in der Milch. Und es wurde mit der Zeit festgestellt, dass es durch Harry Steenbuch, dass eben Vitamin D der Milch zugesetzt wurde. Und in Europa sagen sie, das tun wir nicht hier in Europa. Aber tatsächlich tun sie das. In den 30er und 40er Jahren wurde tatsächlich sehr vielen Lebensmitteln Vitamin D zugesetzt. Warum ist Vitamin D so reguliert und warum sprechen wir darüber, dass es gefährlich sein könnte? In England wurde zum Beispiel auch Pudding Vitamin D zugesetzt. In Chicago zum Beispiel Hot Dogs, Wiener Würstchen. Aber in den 50er Jahren war es so, dass bei einigen Säuglingen in England ein sehr hoher Blutkalziumspiegel festgestellt wurde. Und bei diesen Kindern gab sich das Problem, dass sie zurückgeblieben wären, Herzprobleme hatten, eine schlechte Entwicklung.
Und man war daraufhin sehr hysterisch und man nahm an, dass Vitamin C, der D daran schuld sei, weil nämlich trächtige Ratten damit infiziert wurden und die hatten dieselben Probleme. Und daraus schlossen die Fachleute, dass die Zugabe von zu viel Vitamin D in die Lebensmittel daran schuld sei. Denn die Experten meinten das und deswegen wurde in Europa die Zugabe von Vitamin D in Lebensmitteln abgeschafft und das gilt bis heute. Aber es ist eher anzunehmen, dass diese Kinder tatsächlich unter Williams-Syndrom litten, einem seltenen genetischen Krankheit. Und diese Kinder sind eben extrem sensibel gegenüber Vitamin D. Also keine Zugabe in Europa und in anderen Ländern. Vitamin D ist ganz wichtig für gebrochene Gesundheit. Das sind einige Beispiele, die Sie vielleicht wir nicht in Europa haben. Ein Baby, 7 Monate alt, mit schwachen. Und zwar ist das der erste Gorilla, der in Boston geboren wurde. Und dieses Kind, dieses kleine Äffchen, erhielt Vitamin D und es. Und die Mutter war sehr beunruhigt darüber. Sie sehen hier eine Szene aus einem Film. Ich wurde tatsächlich auch eingeladen, hier mein Urteil abzugeben. Und Gott sei Dank war das so, ich ließ dieses Baby dann mit 5000 Einheiten Vitamin D pro Tag behandeln. Und jetzt hat dieses Kind schon dieses Affenkind schon seinen ersten Geburtstag gefeiert. Sie sehen, dass aufgrund tatsächlich wahrscheinlich das Tier nicht ganz so groß werden wird, wie eigentlich erwartet war, weil es eben in dem ersten Lebensjahr zu wenig Vitamin D erhalten hat. Und tatsächlich nehmen wir an, dass in den Vereinigten Staaten tatsächlich 50% der Babys mit einem zu niedrigen Vitamin D-Spiegel geboren werden und zu wenig Vitamin D im ersten Lebensjahr erhalten. Es gibt eben dieses Konzept, dass über die Muttermilch genügend Vitamin D zugeliefert wird, aber das ist nicht so. In der Brustmilch, in der Muttermilch ist nicht genügend Vitamin D enthalten. Also, wenn Sie Ihr Kind nur mit Muttermilch ernähren, dann wird es in dieser Zeit zu wenig Vitamin D erhalten. Schwangere Frauen liegen in einem Krankenhaus, das ebenfalls zu wenig Vitamin D erhielten. Und ich meinte, das sei absolut zu wenig. Und sehr viele Ärzte meinten, ich sei verrückt. Das stimmt nicht. Es wurde eine Studie durchgeführt von über 40 Paare Mutter und Kind. Und es stellte sich heraus, dass die Frauen nur etwa 600 Einheiten am Tag zu sich nahmen. Das wird empfohlen vom Institute of Medicine für alle Frauen in dieser Altersgruppe, einschließlich schwangerer Frauen. Und wir stellten aber fest, dass 76% der Mütter, 81% der Säuglinge zu wenig Vitamin D hatten. Warum sollte uns das wichtig sein? Hier besteht ein Risiko der Präeklampsie. Diese drei Kinder wurden im Jahr 89 geboren und es ist ganz, ganz, Vitamin D ist natürlich ganz, ganz wichtig bei der Geburt. Wir haben eine Studie durchgeführt von 200 Frauen in einem Krankenhaus und es hat sich herausgestellt, dass hier ebenfalls die Wahrscheinlichkeit tatsächlich einer natürlichen Geburt zunimmt, wenn genügend Vitamin D gegeben wird. Wiederum, wir sagen immer mehr schwangeren Frauen, sie sollten mindestens 2000 Einheiten Vitamin D pro Tag einnehmen und sich außerdem der Sonne aussetzen. Wie viel braucht nun eine stillende Vitamin D? Es wurde gezeigt, dass dies 4000 Einheiten pro Tag sind. Kinderärzte sind tatsächlich paranoid, dass Vitamin D gefährlich, toxisch sei, aber die amerikanische Akademie für Pädiatrie empfiehlt, dass alle Säuglinge von der Geburt an 4 Einheiten Vitamin D pro Tag benötigen, insbesondere wenn sie gestillt werden. In Kanada werden tatsächlich 800 Einheiten empfohlen und 2000 Einheiten für die stillenden Mütter. Zweites Beispiel wiederum, weiblich, 1 Jahr alt, schwache Muskeln, Knochendeformierung und Wachstumsschwierigkeiten. Hier
geschätzt 750.000 junge Menschen sind im Risiko wegen Jurassic Park und Steven Spielberg. Den Kindern, die Jurassic Park gesehen haben, waren natürlich sofort Fans von den Dinosauriern. Und sie essen so gerne Salat und meistens erhalten sie nur Salat und bekommen deswegen daher Osteoporose, weil sie zu wenig Vitamin D zu sich nehmen. Wie gesagt, hier sind Beispiele von Osteoporose und Osteomalerie. Sehr viele der Tiere, auch der Haustiere zum Beispiel, von Eidechsen sterben daran, weil sie zu wenig Vitamin D erhalten. Das heißt, sogar die Haustiere werden geschädigt durch den Mangel von Vitamin D. In den im Jahre 97 war zum Beispiel, das ist geschieht, wenn zum Beispiel ihr Haustier zu wenig Vitamin D erhält. Oder wenn ein sehen Sie sich dieses Bild an. Vitamin D-Defizienz führt natürlich dazu zu Knochenbrüchen. Und die Tiere müssen behandelt werden, genauso wie menschliche Patienten. Und so ließ ich auch zum Beispiel die Eidechse meiner Tochter behandeln. Und dieses Tier erhält jetzt nicht mehr nur Salat, sondern auch Cottage Cheese und Sonnenlicht. Tiere sind gerne draußen und sie brauchen Sonnenlicht, um genügend Vitamin D zu bekommen. In den Vereinigten Staaten und auch hier in Europa kann man sich zum Beispiel Reptasan kaufen. Das ist ein Produkt, das dem Tier hilft, Vitamin D zu bilden. Und wir tun das also für unsere Tiere und wir tun es leider nicht oft genug für unsere Mitmenschen. Wir haben aber also hier eine glückliche Tochter mit einem glücklichen Tier. Wir brauchen aber auch ebenso als Menschen Calcium für starke Knochen und starke Zähne. Wiederum ein Beispiel, 25 Jahre alt, weiblich, schlechte Zähne, Karies. Hier wiederum ein großes Problem für Primaten. Und ein Hauptgrund dafür ist wiederum, dass Karies die häufigste Kinderkrankheit in Amerika heute ist, fünfmal häufiger als zum Beispiel Masern oder andere Krankheiten. Und hier haben wir wieder umgekehrtes Verhältnis zum Defizienz bei der Mutter gegenüber, wie gesagt, der schlechten Gesundheitszustand von den Kindern. Und wiederum Periodontose, wiederum eine Verbindung mit einem Mangel an Vitamin D. Viertes Beispiel, Paar aus Indonesien mit großen Problemen, weil ihre Kinder nicht überleben konnten. Das sind diese Beispiele, und zwar sind es Komodo-Drachen gewesen. Und diese Tiere wurden also nach Amerika gebracht, im Nationalen Zoo. Und wie gesagt, ihre Brut war nicht überlebensfähig. Und ich wurde gebeten, auch hier meine Meinung abzugeben. Und man klar dachte, die Tiere hätten ein Hormonproblem. Und ich sagte, ja, sie haben ein Hormonproblem, aber es ist etwas ganz anderes. Diese Tiere sind nicht direkt der Sonne ausgesetzt, weil sie immer in einem Glaskäfig sind und deswegen litten sie unter Vitamin D-Defizienz. Diese Tiere mussten behandelt werden. Das haben wir getan durch Vitamin D-Gaben. Und es wurde gezeigt, dass die Tiere, als die Tiere dann Vitamin D Supplemente erhielten, war tatsächlich dann auch die Brut überlebensfähig. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass Vitamin D-Defizienz assoziiert wird mit Unfruchtbarkeit, geringem Geburtsgewicht und wenigen Geburten. Ich habe also dieses Problem für viele Zootiere in den Vereinigten Staaten gelöst. Vitamin D das ist eben das Problem. Vitamin D ist aber sehr selten in Lebensmitteln enthalten. Auch in den Vereinigten Staaten, wo Lebensmitteln Vitamin D zugesetzt wird, ist es dennoch so, dass kein Kind oder kein Erwachsener ausreichend aus der Ernährung erhält. Ich weiß,
wenn sie zum Beispiel Pilze der Sonne ausgesetzt werden, dann produzieren sie viel Vitamin D. Und in Australien werden zum Beispiel jetzt Pilze besonders einer Vitamin D-Strahlung ausgesetzt, weil sie dadurch eine gute Quelle von Vitamin D werden. In der Vergangenheit war es so, dass wir das machen wir heute nicht mehr, dass den Kindern in der Schule Tabletten verabreicht wurden. Hier haben sie ein Beispiel auch aus Russland, das mag vielleicht etwas erstaunlich sein. Ich wurde auch von der Presse kritisiert dafür, brauchen wir wirklich die Supplemente, sollten wir nicht mehr Fisch essen? Es wird ja immer wieder gesagt, Fisch reicht aus. Ja, ich gehe auch hier oft fischen mit meinem Sohn, aber nicht alle Fische enthalten Vitamin D. Nur ölhaltige, also sehr fetthaltige Fische enthalten Vitamin D. Und wie viel müssen Sie da essen? Solche Mengen, 1 Kilogramm pro Tag, um ausreichend Vitamin D zu erhalten. Zum Beispiel mitgefangener Lachs enthält sehr viel mehr Vitamin D zum Beispiel, als Fische aus Aquakultur, die eine sehr geringe Vitamin D-Gehalt haben. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir uns der Sonne aussetzen. Wenn sie draußen sind, in der Sonne sind, dann fühlen wir uns gut, da erzeugen wir sehr viel Vitamin D. Und das Boson-Schild, also schützt die Rest des Sonnensystems vor den schädlichen Effekten der Erde. Nun, wie sieht es aber aus im Winter? Da können wir überhaupt kein Vitamin D mehr erzeugen, das war die Frage. Wir haben dann gemessen, wie viel Vitamin D wir im Winter erzeugen können und haben gezeigt, dass in Boston im Winter Vitamin D in den Monaten November bis Februar überhaupt nicht erzeugt. Und das heißt, im Winter gibt es keine Produktion durch die Haut. Meine Tochter ist in Vermont. Und wir haben festgestellt, ja, natürlich, wenn man im Süden lebt, in Florida, ja, dann ist es möglich. Aber wenn man zum Beispiel über der Höhe von Atlanta, Georgia lebt, dann ist es in den Wintermonaten nicht möglich. Also von den Monaten Oktober bis März ist es nicht möglich, für den Körper Vitamin D zu erzeugen. Es wurde Ihnen schon oft gesagt, Sie sollen noch raus im Morgen oder am späten Nachmittag, weil die Sonne dann nicht so stark scheint. Und schädigt wenig ihre Haut. Aber das ist eigentlich die schlechteste Zeit. Wahrscheinlich bekommen sie mehr Schaden an der Haut, aber sie haben überhaupt kein Vitamin D. Großartig für die Liebe, aber sie bekommen kein Vitamin D. Zwischen 10 Vormittag und 3 Uhr am Nachmittag bekommen sie es. Selbst am Äquator ist das die Zeit, wo sie Vitamin D machen können. Wir haben das von der Sonne gehört. Keine Frage, zu viel Konsum wird die Haut schädigen. Und dazu kommt ein größeres Risiko für Melanoma. Wir haben also diese Evolution auch beim Badeanzug. Wir haben hier einen Bikini, dann den Badeanzug und das sind wir zum Jahresende. Wie viel sollen wir also Sonnenschutz auftragen? Wie viel wird dadurch die Vitamin D-Produktion beeinflusst? Wir haben eine Studie gemacht und wir haben gezeigt, dass wenn man den ganzen Körper in die Sonne bringt, haben wir bei SPF 30 eine ungefähr 98-prozentige geringere Möglichkeit. 90-95% unseres Vitamin D kommt von einem sinnvollen Sonnengenuss. Wie macht man das? So, wenn man natürlich aus England kommt, schaut man dann so aus. Aber in der Evolution wissen wir genau, was das ist, was man machen kann. Aber wir haben die Fähigkeit vor 10.000 Jahren verloren. Ich habe also nachgelesen und hier sind wir. Wie weiß man, wenn man genug Vitamin D gemacht hat? Das sieht man, wenn der Bauchnabel rausspringt. Aber das passiert nicht mehr. Wir haben also eine Studie gemacht. Wir haben Studenten genommen, haben sie ins Solarium gelegt und haben ihnen oral Vitamin D verabreicht, um zu sehen, welche Menge dem entsprach. Eine minimale erythronale Dosis auf die Haut haben wir 24 Stunden später ein Äquivalent für 20.000 Einheiten Vitamin D. Die Haut hat also wirklich eine gute Fähigkeit, Vitamin D zu erzeugen. Wenn Sie hingegen die RDA von 1.500 bis 2.000 Einheiten pro Tag haben und dann 15-20% dreimal pro Woche der Sonne aussetzen, dann werden Sie genug haben.
Warum schreit sie? Das werden wir im Internet herausfinden. Denn im Internet hört man dann, sobald man in der Sonne war, sollte man niemals baden, denn dann wäscht man das Vitamin D ab. Nein, denn Vitamin D wird in den lebenden Zellen auf der Haut gemacht. Es kann nicht abgewaschen werden. Ich ermutige sie also, nachdem sie in der Sonne geschwitzt haben, sich ruhig zu duschen oder zu baden. Welche Voraussetzungen brauchen wir? Egal, was sie da wollen. So, selbst in Dänemark haben wir zu Ende des Sommers dann ausreichend für den Winter. Was ist mit Burns? Er hat gehört, dass das Altern die Fähigkeit schmälert. Die Simpsons haben nachgelesen, 1989 haben sie schon gelesen, ja, 75% Rückgang gegenüber einem 20-Jährigen. Frage ist, kann man das überhaupt bezeugen? Ja, natürlich haben wir eine Studie gemacht. Wir haben ältere Personen herangezogen, haben sie auf die Veranda gesetzt und in die Sonne gesetzt. Wir haben gesehen, dass 15 bis 30 Minuten die Blutwerte stark erhöht. Wie lange soll man also in der Sonne sein? Ich empfehle in 5 bis 15 Minuten Sonneneinstrahlung an den Armen, an den Beinen, am Bauch und am Rücken. Aber das Gesicht sollte immer geschützt werden, denn es kann am leichtesten geschädigt werden. Und natürlich, da brauchen wir einen guten Sonnenschutz, genauso wie Sie. Obesität führt zu Vitamin D-Mangeln. Wir werden noch immer versuchen, ihn besser zu verstehen. Wusstest du, dass Fettleibigkeit zu einem Vitamin-D-Mangel führen kann? Je höher ihr Body-Mass-Index, desto geringer ihr Vitamin-D-Sättigungsniveau. Wenn man also jetzt adipöse Personen dann Sonneneinstrahlung aussetzt, schaffen sie es nur bei einem Wert von 45%. Wird Vitamin-D in Fetter da abgespeichert? Ich bin zu diesem Schönsgrund gegangen und gesagt, Frau Jones, ich brauche ein bisschen von Ihrem Fett, aber überhaupt keine Chance. Daher wissen wir jetzt, dass Fettleibige jetzt 2 bis 3 Mal so viel Vitamin D zu sich nehmen müssen wie eine normale Person. Pele mit ihrer Freundin hier muss 4 bis 10 Mal länger im Freien sein, weil er einen natürlichen Sonnenschutz hat. Wie weiß man also, wie viel Vitamin D man hatte? Das ist für die Doktor, für die Ärzte etwas sehr Wichtiges geworden. 25 Hydroxy Vitamin D haben früher den Status bestimmt. Es ist eher der Rahmen. Normal haben wir 50 Nanomol pro Liter bis 250. Oft jedoch hat man ein Haar. Vor allem, wenn man jemand in den Urlaub geschickt hatte im Sommer. Sind sie dann toxisch? Wir haben also 120 Nanogramm pro ml oder ein bisschen mehr als 170 Nanomol pro Liter. Haben Sie eine Toxis? Ich glaube nicht. Man muss sich erst Sorgen machen, wenn man über 375 Nanomol pro Liter hat. Aber was ist die Untergrenze? Weil, wie weiß man, ob man genug hat? Wir haben Studien durchgeführt, eine Studie in ganz USA. Und wir haben uns ihre PTH-Niveaus angesehen, als sie sich ja außer platonierten bei 52 Nanomol pro Liter. Wir haben uns dann auch sekundärer Hyperparathyroidismus angeschaut und man hatte ein 3-mal so hohes Risiko eines erhöhten HPTH. Wenn man unter 75 Nanomol pro Liter war. Keine Frage, welche Rolle spielt das Sonnenlicht für PTH? Wir haben eine Studie gemacht, eine retrospektive Studie zwischen 25 Vitamin D und PTH. 3,3 Millionen Proben haben wir genommen und wir haben uns die Variationen angesehen. Wir haben gesehen, im Durchschnitt haben wir in den Vereinigten Staaten im Winter ungefähr 47,5 Nanomol pro Liter und im Sommer bis zu 65 Nanomol pro Liter. Wenn man jedoch weiter im Süden leben würde, haben wir noch immer einen Höhepunkt, der gleich ist, aber unten hat man einen anderen, besseren Wert. Wie sieht es mit den Spitzenwerten mit PTH aus? Denn man misst eigentlich Hormone. Sind sie im Einklang? Und wir sehen bei diesen Daten, dass man da eigentlich den Sinn erzielen kann. Man hat einen vierwöchigen Verzug, bevor man da eine Reaktion sieht, wenn die Werte auf dem niedrigsten Niveau sind. Aber die Frage, die man sich wirklich stellen muss, und wir haben keine Antwort darauf, sollten die PTH-Niveaus während des Jahres fluktuieren? Sollten Blutspiegel von 25 PTH im Laufe des Jahres fluktuieren oder sollten sie immer stabil bleiben?
Hier haben wir eine Studie vom Institute of Medicine. Und wir haben gesehen, dass das eine Studie ist, die 675 gesunde deutsche Erwachsene einschloss, die in einer Art Unfall gestorben sind. Man hat dann Blutproben gezogen, aber auch Knochenproben. Und wir haben gesehen, dass normalerweise sehr normale, gesunde Knochen da waren. Manche auch Osteoporose. Manche jedoch hatten eine gesunde, mit jedoch diesen rosa Anzeichen. Also das ist eine klassische Anzeichen für eine Defizienz. Die Autoren sagten dann, dass um die ausreichende Niveau gradieren zu können, braucht man einen Blutspiegel von mindestens 75 Nanomol pro Liter. Diese Erwachsenen waren anders gesund, aber sie hatten eine noch nicht aufgetretene Knochenkrankheit, weil sie zu wenig Vitamin D hatten. Die Autoren sagten also, dass man mindestens 75 Nanomol pro Liter brauchte, ohne Hinweis auf Osteomalazie. Sieht man sich nun die Daten sehr genau an, sieht man, dass 24% gesunde Erwachsene zwischen 52 und Nanomol pro Liter Hinweise auf einen Mangel hatten, auf eine Knochenkrankheit, und 0 bei 57 Nanomol pro Liter. Das Komitee empfiehlt also 40 bis 150 Nanomol pro Liter als ideale Spanne. Nach 250 Nanomol pro Liter ist man noch immer im gesunden Bereich. Ist jedoch ein Mangel wirklich ein Problem? Man kann sich alle möglichen Probleme vorstellen. Selbst in den USA ist es so, wo dass die Lebensmittel zwar mit Vitamin D gestreckt werden, aber 20-30% aller Kinder und Erwachsener haben ein Risiko. Hier haben wir die Kinderärzte. Hier haben wir 57 Nanomol als Grenzwert. 70% haben trotzdem zu wenig. Sehen wir uns globale Werte an Europa, 57-64% Mangel im Durchschnitt. Mangel bei Knochenkrankheiten, Osteomalazie und eine Beschleunigung der Osteoporose. Das ist eine sehr stille Krankheit und wir wissen nichts darüber, bis man sich etwas bricht. Osteomalazie ist nicht so ruhig. Normalerweise im Winter sagt dieser Mann, oh, das ist aber komisch, deine Schmerzen in den Knochen und Muskeln treten im Winter auf. Ich frage mich, warum. Allgemeine Knochenschmerzen und Muskelschmerzen haben wir Fibromyalgie. Die meisten Patienten haben zu wenig Vitamin D und die meisten, die ich behandle mit Vitamin D, haben eine große Verbesserung der Symptome zu verzeichnen. Hier hat man Minnesota, da haben wir 150 Kinder und Erwachsene zwischen 10 und 65 mit Schmerzen in Knochen und Muskeln. 93% hatten zu wenig Vitamin D. Das ist klassisch. Eine 23-jährige erwachsene Frau kommt mit Muskelschmerzen, Müdung, bekommt das Diagnose Depression, bekommt OTC. Asiatische Frau dasselbe. Dieser Schwarze bekam ein Narkotikum und wurde nach Hause geschickt. 25 gemacht. Okay. Wir haben immer gewusst, dass Vitamin C kritisch important ist für die Muskelfunktion. Wir haben einen Vitamin D-Rezeptor im Körper und hier sehen Sie jetzt eine Szene bei Superman. Also, es zeigt sich, dass, wenn Sie sich im Stefan als Kind anschauen, sogar da hatte schon gewusst, dass Vitamin D auf den Muskeln ist. Sogar in Europa wurde gezeigt, dass der Vitamin D-Status die physische Leistungen und die Abnahme der Leistung bei älteren Menschen vorhersagen kann. Hier sehen Sie die Werte. Und wir haben auch eine Studie durchgeführt in Altersheimen, dass tatsächlich bei Patienten, die 800 Einheiten Vitamin D erhielten, in 5 Monaten 72% der Stürze zurückgingen. Es wurde auch kürzlich eine Studie durchgeführt, wo gezeigt wurde, dass eine monatliche Behandlung mit Vitamin C tatsächlich auch Funktionsausfälle verhindert und die Blutspiegel von Vitamin D zustiegen. Und dass diese tatsächlich, wenn eben
Es wurde in dieser Studie durchgeführt, dass sie einfach eine Zeitungsannonce erhielten und diese Leute mit Übermenschen mit über 72 Jahren gefragt wurden, sind sie im letzten Jahr gestürzt sind? Da waren all diese Leute in der Studie enthalten und sie riefen dann an und sagten, ja, ich möchte an der Studie teilnehmen. Aber nicht alle von diesen Leuten sind wieder gestürzt. Wo konnte man also daher wissen, ob Vitamin D tatsächlich einen Vorteil für die Beine bringen würde oder nicht, wie in der Studie behauptet wurde? Es gab also keine echte Kontrollgruppe in diesem Fall und meiner Meinung nach diese Studie, diese Publikation eher suspekt. Denn die Aufnahme der Testpersonen in die Population wurde nicht korrekt durchgeführt. Hier, dieser Mann beschwert sich immer, wenn er sich über die Knochenmuskelschmerzen beklagt, ist klar, dass die Person unter Vitamin D-Mangel leidet. Es gibt also ein reduziertes Risiko für Stürze und eben weniger Brüche, all das durch höhere Vitamin D-Gabe. Wie wird Defizienz nun behandelt? Sehr viele Menschen nehmen Multivitamine, aber da ist die Einheit meistens nur 400 Einheiten. Wie viel kann man nehmen? Wenn man zu viele Multivitamine nimmt, dann nimmt man auch zu viel Vitamin A ein. Das heißt, wenn man ein Auto tankt, tankt man ja auch voll. Und in den Vereinigten Staaten haben 50.000 einen Vitamin D2 einmal pro Woche über 8 Monate. Das sind 6.500 Einheiten pro Tag. Das ist in einer Studie durchgeführt worden. Und Ärzte, die das durchgeführt haben, haben dann ihre Patienten später wieder untersucht und festgestellt, dass ihnen nach 6 Monaten doch wieder Vitamin D fehlte. Das heißt, sie erhielten eine Dosis von 3000 IU pro Tag über das ganze Leben hinweg. Und denn es stellt sich heraus, dass die langfristigen Effekte nur dann gegeben sind bei dieser Dosis ungefähr. Wir haben gezeigt in einer Publikation 2009, wo unsere Patienten etwa, eben wie gesagt, 3000 Einheiten pro Tag erhielten, über 6 Jahre hinweg, mit etwa 40 Nanogramm pro Tag. Und hier gab es keine Fälle von Toxizität. Menschen machen sich hier Ängste über Vergiftungen. Wir haben gezeigt mit PopHimi, dass bis 10.000 Einheiten pro Tag tatsächlich sicher ist. Keine Toxizität auftritt. Eine Studie, die in Calgary durchgeführt wird, ungefähr auf derselben Höhe im Norden, hat sich herausgestellt, dass Personen, die etwa 15.000 bis 20.000 Einheiten pro Tag entwickeln, also diese Personen entwickeln keine Hyperkalzämie, sie waren gesund und man müsste tatsächlich erst ab einer Höhe von 605 Nanomol pro Liter, dass man sich Sorgen machen müsste. Wie sieht es nun aus mit der Behandlung von Kindern und Kleinkindern? Karen Gordon hat gesagt, dass 2000 Einheiten pro Tag sicher sind. 50.000 Einheiten über 6 Wochen pro Woche sind vollkommen sicher. Schwangere. Es wurde auch hier wiederum gezeigt, wenn schwangere Frauen 4000 Einheiten pro Tag halten, dann können sie ihren Blutspiegel auf 50 Nanogramm im Blut erhöhen und dennoch wird keine Toxizität feststellbar sein. Das Serumkalzium war völlig normal, denn es gab keine Veränderung in der Ausscheidung. Ja, ich wurde einmal angerufen von einem Rechtsanwalt in Florida und er sagte zu mir, sind Sie Dr. Hollig? Möchten Sie mit mir sprechen? Und ich sage, ich will nicht mit einem Rechtsanwalt sprechen. Er hat gesagt, ich werde Sie klagen, denn in den 90er Jahren empfahl ich den Leuten, 2000 Einheiten pro Tag zu nehmen. Aber damals war es in den Vereinigten Staaten den Leuten vollkommen gleichgültig. Es gab die Produkte nicht in der Apotheken. Und er kaufte dieses Projekt über das Internet. 1000 Einheiten jeden Tag und er wurde dann tatsächlich vergiftet. Und ich sagte zu ihm, bevor Sie mich klagen, schicken Sie mir Ergebnisse und ich versuche eine
Untersuchung durchzuführen, eine Analyse, und tatsächlich stellte sich heraus, dass er pro Tag 1 Million Einheiten eingenommen hatte, was natürlich viel zu hoch war. Dann diese sehr interessante Studie wurde kürzlich publiziert. 1700 Patienten hatten Blutwerte über 25 Nanomol pro Liter, über 50 Nanomol pro Liter, ein sehr geringer Prozentsatz höher. Aber keiner von diesen Patienten wies Vergiftungserscheinungen aus. Diejenigen, die Blutwinkel hatten, die wirklich, wirklich sehr hoch über 300 Nanogramm pro Liter lagen, diese hatten tatsächlich sehr hohe Werte. Vitamin D ist tatsächlich sehr sicher. Sie müssen sich wirklich keine Sorgen machen, sich denn, jeden Tag Fisch zu essen, Lachs zu essen, in die Sonne zu gehen und Supplemente einzunehmen. Es ist sehr, sehr schwierig, mit Vitamin D vergiftet zu werden. Warum sollten Sie sich jetzt hier Gedanken machen? Wir haben ja schon aus den kritischen Fällen gehört, dass Vitamin D das tatsächlich sehr viele Effekte hat. Und wir wissen auch, dass es ein Hormon ist. Es wird ja vom Körper erzeugt. Aber interessanterweise sind, enthalten, ist es dazu, dass jedes Gewebe und Zelle im Körper einen Vitamin D-Rezeptor aufweist. Es stellt sich also heraus, dass die Folgen, die Funktionen sind. Dies ist eine Studie aus Japan 1979, und es wurde gezeigt, dass sogar Leukämienzellen einen Vitamin D-Rezeptoren aufwiesen und bei hoher Vitamingabe tatsächlich eine Normalisierung eintrat. Das heißt, eine Verbesserung des Vitamin D-Status könnte tatsächlich das Krebsrisiko verringern. Wie schaut es also aus mit der Verbindung zum Krebs? Es stellt sich heraus, dass Vitamin D und in Verbindung mit Sonnenlicht das Risiko hier einschränkt. Die erste diesbezügliche Studie wurde 1915 durchgeführt im Gebiet von San Diego, und die Leute, die im Gebäude arbeiten, hatten ein 8-mal so hohes Risiko, an Krebs zu sterben, als Menschen, die im Freien arbeiteten. Auch in der Sonne, natürlich, wenn man in der Sonne liegt, reduziert das auch das Krebsrisiko. Wenn jemand tatsächlich, Studie 1941, das Krebsrisiko war im Nordosten höher als im Südwesten. Wenn also eine Person 1000 Einheiten pro Tag erhält, dann würde wahrscheinlich die Darmkrebs bis zu 50% abnehmen können. Eine andere Studie aus Harvard zeigt, dass beim höchsten Blutlevel von etwa 25 Nanomol pro Liter tatsächlich das Krebsrisiko wiederum um 50% reduziert. Die Gruppe hat gezeigt, dass Frauen, die 1100 Einheiten nahmen, ebenfalls ein sehr viel höheres Krebsrisiko vermeiden konnten. Also, wie gesagt, Vitamin D hat diese sehr positiven Effekte gegen den Krebs. Allerdings ist die Verbindung keine direkte, denn der Körper ist dumm. Ja, aktiviertes Vitamin D reduziert das Wachstum von Krebszellen. Aber es kann aber die bestehende Gefahr, dass der Kalziumspiegel zu niedrig ist. Das heißt, egal wie viel Vitamin D man einnimmt und wie viel man sich der Sonne aussetzt, es wird tatsächlich nicht so, dass die Werte des OH2-Hydroxy-D3 niemals 1,25 übersteigen wird. Es wurde gezeigt, dass die Prostatazellen tatsächlich Vitamin D aktivieren konnten, und es wurde gezeigt, dass viele Zellen im Körper die Fähigkeit haben, Vitamin D zu aktivieren, sehr viele Gene zu regulieren und damit das Zellenwachstum zu reduzieren. Also wenn während die Vitamin D in die Zelle eindringt, hat es sehr viele positive Effekte, wird aber natürlich nach einer gewissen Zeit abgebaut. Und wie sieht es nun mit dem Immunsystem aus? Wir wissen, dass aktiviert und Makrophagen aktivieren Vitamin D. Warum?
Wir wissen warum. Es ist so, dass natürlich gegen Vitamin D Schutz gegen Tuberkulose bildet über Kabeljauöl, Leberdrang. Und es wurde gezeigt, dass wenn man Makrophagen von zum Beispiel Tuberkulose infiziert werden, dann wird Vitamin D aktiviert und die Zelle hat nun, enthält nun 25-OHD-Hydroxyvitamin D, denn dann wird der Zelle die Information mitgeteilt, dass sie mehr Katalysit produzieren muss. Das ist ein Protein, das die TB-Gene reduzieren kann und als Antigen wirken kann. Nur ein Beispiel vom Zauberberg, wenn man also in den Bergen lebte, war es seltener, dass man Tuberkulose entwickelte und tatsächlich wurden eben sehr viele Sanatorien in den Bergen eingerichtet. Dort war es leichter, Vitamin D zu erzeugen, weil die Ozon, weil weniger Ozon vorhanden war. Es ist immer sehr interessant zu sehen, dass es auch etwas gibt über einen saisonalen Stimulus. Was bedeutet, dass die immer am Ende des Winters die Grippewelle ausbricht und das ist dann immer der Moment für einen Mangel von, da ist eben großer Mangel von Vitamin D, deswegen auch die Grippe. Hier ist eine Studie der Universität Yale unter gesunden Erwachsenen. Wenn man wiederum den Spiegel auf 38 Nanogramm erhöhte, nahm die Grippehäufigkeit um 40% ab. 2200 Einheiten Vitamin D am Tag führte zum Beispiel zu einer Reduktion von 42% von Influenza-Fällen bei Kindern. Vitamin D-Defizienz und Diabetes. Interessanterweise, je weiter man im Süden lebt, desto niedriger ist das Risiko für Typ 1 Diabetes. Weiter Norden, zum Beispiel in Skandinavien, ist es so, dass das Prozentsatz sich wesentlich erhöht und das Risiko 10 bis 15 Mal so hoch ist. Es wurde gezeigt im Jahre 2001 von Hyponen, dass finnische Kinder in den 60er Jahren die Vitamin C erhielten, 2001 hatten Vitamin C erhielten, weil man damals schon wusste in Finnland, dass Vitamin D natürlich notwendig war, aufgrund der geringen Sonneneinstrahlung. Und man untersuchte diese Kinder dann später als Erwachsene bezüglich Häufigkeit von Vitamin D und tatsächlich für Diabetes und tatsächlich war das Risiko um fast 90% niedriger. Das heißt, es wurde dann die Dosis reduziert von 4.500 auf 2.000, dann auf 1.000, dann auf 400 Einheiten und Sie sehen, wie Typ 1 Diabetes gleichzeitig in Finnland wieder zugenommen hat. Ihre Beta-Inselzellen haben ebenfalls einen Rezeptor und das stimuliert die Insulinproduktion. Es ist also nicht überraschend, als das berichtet wurde im Jahre 2007, dass bei hohem Calciumaufnahme und der Vitamin D-Aufnahme bedeutet also so wiederum eine Risikominderung für Diabetes, Typ 2 Diabetes um 33%. Wenn man über zum Beispiel über diesen Breitengrad lebt in Europa und in den Vereinigten Staaten die ersten 35 Jahre des Lebens, ist das Risiko für Multiple Sklerose um 100% höher. Eine Studie, die durchgeführt wurde von Harvard, zeigte, dass Personen, die am meisten Vitamin D einnahmen, tatsächlich ein Risiko für Arthritis und Multiple Sklerose von 44% senken konnten. Es wurden auch, wie sieht es nun mit der Osteoarthritis aus? Es gab auch hier eine Verbindung. Es ist auch gut dokumentiert, dass zum Beispiel Lungengefäßerkrankungen ebenfalls abnehmen bei einer Gabe von 75 Nanomol pro Liter. Wie sieht es nun aus mit Herzversagen? Auch hier kann Vitamin D, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen, ein positives Ergebnis haben. Es zeigt sich also, dass es im Herz und den Gewesen mehr als 200 Gene gibt, die von Vitamin D reguliert werden. Das hat einen Effekt auf Arteriosklerose, Blutdruck und Herzfunktion.
Und eine Studie von der amerikanischen Herzvereinigung zeigt, dass auch hier tatsächlich die Häufigkeit von ersten Herzanfällen oder Herzinfarkten zu 50% mit Defizienz von Vitamin D in Verbindung zu bringen sind. Ich habe natürlich von meinen Patienten gehört, ja, aber wenn man zu viel Kalzium einnimmt, führt das zu Kalzifizierungen im Gewebe bzw. in den Blutgefäßen. Und das, da stellt sich die Frage, ob das wahr ist, denn sehr viele von den neuen Studien sind eigentlich Meta-Analysen und arbeiten nur alte Daten auf. Und ich glaube, diese Daten sind oft nicht korrekt interpretiert worden. Es gibt ja eine sehr gute Studie, wo sich gezeigt hat, eine Studie von 75.000 Frauen, und es stellte heraus, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen tatsächlich um 27% abnahmen, wenn diese Kalzium einnahmen. Das ist eine Studie aus China, auch wiederum 10 Studien mit fast 400.000 Teilnehmern, und auch da zeigt sich, tägliche Kalziumeinnahme führt zu einer Abnahme von Schlaganfällen. Diese Studie weist darauf hin, dass es keine Vorteile aus Vitamin D gibt. Das ist wahr, aber wir haben eine Studie durch gesunden Teenager in Georgia durchgeführt, und all diese jungen Leute nahmen zu wenig Vitamin D ein, etwa 25 Nanomol pro Liter, und wir gaben ihnen sehr hohe Dosen, und das sind die Ergebnisse, und dass etwa, wir haben vermuten, extrapoliert, dass 50 Millionen Teens in den Vereinigten Staaten zu wenig Vitamin D einnehmen, das heißt, sie haben zu hohe 2,4 mal so oft hohen Blutdruck und 4 mal so häufig die Chance, metabolische Syndrome zu entwickeln. Wir haben eine Studie unter 49 amerikanischen Schwarzen Jugendlichen durchgeführt, die sehr hohe Einheiten erhielten, bis zu 60 Nanomol pro Liter. Und die Gruppe, die 200 Einheiten erhielten, entwickeln bis zu 85 Nanomol pro Liter. Das heißt, dass bei diesen Jugendlichen, bei der zweiten Gruppe, die Versteifung von Arterienwänden, was natürlich sehr viel mit dem hohen Blutdruck zu tun hat, signifikant abnahm. Alle Studien haben gezeigt, dass Sie mit einem guten Vitamin D-Status Sie tatsächlich bessere Überlebenschancen haben. Das ist eine Studie aus Deutschland, wo gezeigt wurde, dass mit einem Blutspiegel von über 30 Nanogramm pro Milliliter die Mortalität abnahm. Und es wurde auch berichtet, dass 100 bis 125 Nanomol pro Liter tatsächlich führten zu einer starken Abnahme der Mortalität. Und dann haben wir ein Plateau, und bei Werten etwa 125 Nanomol pro Liter halten diese positiven Effekte an. Es ist also, vielleicht haben Sie auch über die J- oder U-Curve gehört. Und hier zeigt sich bei Vitamin D-Mangel, man tatsächlich die Chance besteht, dass man Herz-Kreislauf-Erkrankungen früher stirbt. Und es gibt diesen magischen Niveau von 50 bis 72,5 Nanomol pro Liter. Und dann nachher gibt es eine leichte Aufwärtsentwicklung in der Kurve. Das heißt, man muss seinen Level ganz genau einstellen, weil man sonst vielleicht das Risiko der Mortalität tatsächlich wieder zunehmen könnte. Das ist eine Studie, die verwendet wurde, und es zeigt sich, dass diese Studie sagte, dass es einen Rückgang bei der Mortalität bis zu 122,5 Nanomol pro Liter gab. Das war nicht ganz richtig. Wichtiger, wie kann man 125 Nanomol pro Liter oder mehr erreichen? Wahrscheinlich behandelt man die Person wegen Vitamin D-Mangel. Dennoch hat man noch immer ein erhöhtes Mortalitätsrisiko. Wie kann man das sehen? Zurück zur Studie mit 3,3 Millionen Proben. In den Vereinigten Staaten behandeln wir pharmazeutisch mit Vitamin D. Das heißt, wir messen 25 OHD2. Wenn Sie also das sehen im Blut, bedeutet das, dass diese Patienten wegen Vitamin D-Mangel behandelt werden.
Wir haben gezeigt, dass 57% nachweisbare 25 OHD2-Niveaus hatten und wurden behandelt wegen Vitamin D-Mangel. Diese Studien sind sehr kontrovers. Wir müssen wirklich reingehen und wichtige Fragen stellen, nicht nur die Daten akzeptieren. Gibt es Hinweise darauf, dass Vitamin D Immungesundheit verbessern kann? Studie dazu. Wenn Ihr Körper weiß, welchen Vitamin D-Status Sie haben, dass die Gene sind. Unsere Studie war mit 8 Erwachsenen über 12 Wochen mit entweder 400 oder 2000 Einheiten pro Tag. Wir haben die weißen Blutzellen gemessen und haben mit Chip-Analyse 22.500 Gene analysiert. In hellblau sehen Sie Gene, die ausgeschaltet waren, in orange und weiße Gene, die eingeschaltet wurden. 291 Einheiten pro Tag, ein paar Monate lang, haben all diese Gene in der Aktivität umgedreht. Was haben wir gesehen? Sie kontrollierten bis zu 80 unterschiedliche metabolische Wege, darunter die DNA-Reparatur, Apoptose, oxidativen Stress, metabolische Prozesse und entzündungshemmende Prozesse, was zeigt, dass wir nicht 400 oder 600 Einheiten pro Tag geben sollten. Die Leute sollten mindestens 1500 bis 2000 Einheiten pro Tag nehmen, wie das auch empfohlen wird. Sie müssen den Genen das richtige Vitamin D füttern. Angemessenes Vitamin D ist entscheidend von der Geburt bis zum Tod. Ein Mangel ist eine Krankheit der Vernachlässigung und ist eine chronische Krankheit, wie wir sie schon erwähnt haben. Denken Sie nicht an einen normalen Status, sondern an einen gesunden. In dieser Studie hier haben wir evolutionär einen Nachweis dafür, wo wir sein sollten. Das sind Maasais, die jeden Tag draußen sind, dunkle Haut, Pigmentation, der Sonne ausgesetzt, jeden Tag. Sie haben 25-Hydroxy-Vitamin-D-Status auf 100 bis 125 Nanomol pro Liter. Und da sollten wir auch alle hin. Und Sie haben natürlich gute Muskeln. Unser Ziel ist also mindestens 75 Nanomol pro Liter. Denken Sie an die Krankheitsbelastung und Vitamin D-Mangel. Geringes Geburtsgewicht, geringes Wachstum, Typ 2 Diabetes, Brüche, Krebs und so weiter. Wie viel Vitamin D brauchen wir? Für jede 100 Einheiten haben wir 15 Nanomol pro Liter und da steigt der Status nur um 2 bis 2,5 Nanomol pro Liter an. Wenn Sie in dieser Spanne sind, 45 bis 62,5, und das sind Sie, wenn Sie nicht wirklich einen Ersatz nehmen, haben wir vor vielen Jahren schon gezeigt, dass gesunde Erwachsene mit 1000 Einheiten pro Tag im Winter niemals auf 75 Nanomol pro Liter kommen. Ich empfehle Erwachsenen als etwas Einfaches. 2000 Einheiten pro Tag, wenn Sie schwergewichtig sind, 6000, Kinder 1000. Und es gibt keine Toxizität. Beste Quelle, in den 30ern, wie wir gesagt haben, haben wir selbst in Europa Ersatz im Brot gehabt. Das wurde sogar vermarktet, denn man hat gesagt, wenn Sie das nicht machen, müssen Sie die Kinder jeden Tag draußen nackt hinstellen, um die Knochen zu stärken. Ja, ich weiß es, dass die jungen Erwachsenen heute keinen Mangel hätten, würde das auch gemacht in Österreich und in Deutschland. In den 1930er Jahren verwendet man ein ergänztes Bier mit Vitamin D. Wollte man also im Winter Energie bewahren, musste man Bier mit Vitamin D versetzt trinken. Die FDA stellte keinen Vorteil her und daher wurde es 1947 verboten. Beim Spielen bekommt man Vitamin D 1953. Wir haben immer den positiven Effekt der Sonne zu schätzen gewusst. Jetzt sehen wir, wie wichtig es ist, in die Sonne zu gehen. Wie bekommen wir diese Botschaft raus in die Öffentlichkeit? 2004 habe ich mein erstes Buch geschrieben, der UV-Vorteil. Auf der ersten Seite, ich empfehle nicht das Sonnen. Und wenn Sie es tun, müssen Sie aufpassen, denn dadurch steigt Ihr Risiko,
auf Risiko für Melanome. Einfach zu erkennen und zu behandeln. Aber Melanome sind natürlich hier tödlich. In meinem Buch habe ich auch gesagt, wissen Sie, dass die meisten Melanome in jedem Bereich des Körpers auftauchen, die nie dem Körper, der Sonne ausgesetzt werden. Und Leute, die sich beruflich viel in der Sonne aufhalten, haben ein geringeres Risiko. Es scheint, als wäre eine Sonnenzeit über das ganze Leben hinweg gesehen mit einem geringeren Risiko für Melanome verbunden. Denn es gibt noch vieles im Dunkeln, was die Dermatologen nicht wissen. Wenn Dermatologen Ihnen jemals etwas über Sonne erzählen, sagen Sie immer Sonnenschutz. Haben Sie jemals mit einem nicht aufgeklärten Dermatologen zu kämpfen gehabt? Ja, ich nehme einen anderen Zugang zum Leben. Es geht eher so wie die Peanuts sagen. Ich sitze in der Sonne, ich hoffe, ein bisschen Sonne ist gut, solange du es nicht übertreibst, vielleicht 10 Minuten am Tag. Das ist vielleicht genau genug. Mäßigung. Das ist das, was wir brauchen. Mäßigung in allem, was wir machen. Und das passiert mit der Sonne. Sie wurde mehr als 40 Jahre lang dämonisiert. Wir haben Sleep Slap Slopper in Australien. 40% der Australier haben jetzt einen Vitamin D-Mangel. Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht? Nichts kann das jetzt aufhalten. Wissen Sie, wo er recht hatte? Ja, Vitamin D-Mangel ist mit Demenz in Verbindung gebracht. Auch mit Schizophrenie, Depression und Demenz. Auch Alzheimer wurde damit in Verbindung gebracht, mit einem erhöhten Risiko, wenn Sie einen Vitamin D-Mangel haben. Wir haben gesehen, dass die Rezeptoren im Gehirn existieren. Man kann Vitamin D aktivieren. Und da gibt es eine ganze Reihe von biochemischen und Neurotransmittern und deren Aktivitäten im Gehirn als Resultat der Verbesserung des Vitamin-D-Spiegels, darunter auch den entzündungshemmenden Aktivitäten, was die Proteine verbessert, die bei Alzheimer gefunden werden. Das Gehirn hat also einen Vitamin-D-Rezeptor und reagiert auf Vitamin-D durch eine Erhöhung des Serotoninspiegels. Ein Grund, warum die Leute sich im Winter besser fühlen, wenn man Vitamin D zu sich nimmt und im Sommer, wenn man der Sonne ausgesetzt ist. Vitamin D und das Risiko des kognitiven Rückschritts. 25 OHD bei nur 25 mol pro Liter oder weniger. Wer ist das? Ein Dermatologe in Australien. Und er hat natürlich Sonnenschutz. Man hat also beschlossen, seinen Vitamin-D-Mangel zu messen. Und es wurde auch veröffentlicht und gezeigt, dass 87% der australischen Dermatologen einen Vitamin-D-Mangel am Ende des Sommers hatten. Das hat man erzählt. Man kommt die Vitamin D aus dem Essen. Ich hoffe, Sie wurden überzeugt. Man kann es nicht aus dem Essen bekommen. Die beste Quelle ist das Sonnenlicht. Wann, welche Jahreszeit, welche Breite? Man muss eine App entwickeln. Das haben wir gemacht. Sie können also auf dmander.info gehen, gratis, und auf einem Android oder iPhone. Und dann sehen Sie überall auf dem Globus, auch hier in Wien, wann Sie am Morgen Vitamin D anfangen zu produzieren, welche Hauttyp Sie sind und wann Sie aufhören müssen, damit Sie keinen Sonnenbrand bekommen. Wie alle meine Familienmitglieder beschütze ich mein Gesicht, aber nicht meine Arme und Beine und nehme wie alle ungefähr 4000 Einheiten pro Tag plus 137,5 Nanomol pro Liter. Ein Mangel an Vitamin D ist wahrscheinlich die am weitesten verbreitete Krankheit weltweit. Alle kardiologischen Krankheiten, die ich heute besprochen habe, können mit Vitamin D-Mangel in Verbindung gebracht werden. Es gibt überhaupt keinen Nachteil, wenn man die Zufuhr erhöht. Da braucht man kein Genie sein, um das zu verstehen. Wir brauchen hier eine vernünftige Politik beim Sonnenbaden. Das ist keine Hypothese.
Wie ich gesagt habe, sollten Sie alle wirklich überwachen, da Vitamin D so wichtig ist für die Gesundheit, und die Antwort ist nein. Aber wenn Sie fettleibig sind, wenn Sie schwanger sind, wenn Sie bestimmte Medikamente nehmen, müssen Sie die Blutwerte überwachen. Alle anderen jedoch sollten den Vitamin D-Status verbessern, indem sie Nahrungsergänzungsprodukte nehmen, beziehungsweise auch Vitamin D aus dem Essen bekommen. Die Vitamin D-Lösung, das ist eines meiner Bücher, und im Jahr 2011 habe ich gesagt, das Komitee hat eine Empfehlung ausgegeben, sie geben Empfehlungen für Ärzte weltweit aus, wie viel Vitamin D genommen werden sollte. Sie haben gesagt, 400 bis 1000 pro Jahr. Wie wissen wir, dass wir genau das machen, vor allem wenn wir einen Rückgang haben und man sagt, oh mein Gott, das Baby wird vergiftet. Das heißt, eine gewisse Spanne ist absolut sicher. Man sagt 2000 Einheiten in Finnland, das war für Kleinkinder für ein Jahr lang sehr sicher. Für Kinder, glaube ich, sollte man Teenager zwar wie Erwachsene behandeln, aber für Kinder 600 bis 1000. Für Erwachsene 2000, das ist meine Empfehlung, wie ich gesagt habe, ich nehme 4000. Und Übergewichtige, das sieht man, dass man mindestens 2000 bis 6000 Einheiten braucht, bis zu 10.000 Einheiten pro Tag, um diese Anforderung zu erfüllen. Man sollte sich jedoch auch dann noch immer gut fühlen. Wir haben gezeigt, dass 10.000 Einheiten pro Tag ein halbes Jahr lang bei gesunden Erwachsenen nichts am Kalziumspiegel geändert haben. Es führt zu keiner Vergiftung. Eine sichere Obergrenze, 2.000 für die Kleinkinder, 4.000 für die Kinder und 10.000 für Teenager und Erwachsene. Vitamin D ist sehr wichtig, um die Gesundheit zu verbessern. Und ich danke Ihnen.